los in diesem Land. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man sich 5 Minuten in unserem Land umsieht, wenn man mit Arbeitgebern, wenn man mit Unternehmen spricht, dann merkt man sofort, der Mangel an Arbeitskräften, er ist mit Händen zu greifen. Und wir werden als alternde Gesellschaft diesen Mangel an Arbeitskräften nur in den Griff bekommen, wenn wir auf Einwanderung setzen. Das sagen Ihnen alle Experten und das sagt Ihnen auch die Wirtschaft selbst. Ich will mal vortragen, was der Deutsche Industrie- und Handelskammertag an diesem Montag, in dieser Woche, in der wir diese Debatte hier führen, gegenüber der Deutschen Presseagentur gesagt hat. Ich zitiere: Viele Unternehmen setzen darauf, dass der Zuzug von Fachkräften aus Drittstaaten weiter erleichtert wird. Auch in der aktuellen Krise ist der Fachkräftemangel für die Unternehmen nach den Energiekosten das zweitgrößte Geschäftsrisiko. Zitat Ende. Ich will Ihnen etwas sagen, meine Damen und Herren. Es ist ganz normal, dass sich in einer Koalition mit so unterschiedlichen Partnern wie Grünen und SPD und FDP, dass sich die Leute da auch mal in die Wolle kriegen. Aber wenn wir eine Verantwortung haben, wenn wir eine Verantwortung haben, nachdem nach 16 Jahren die Union nicht mehr den Innenminister stellt, dann ist es, den Mehltau in der deutschen Einwanderungspolitik zu beseitigen und ein Einwanderungsgesetz zu beschließen, das diese Erwartungen erfüllt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dabei sind wir doch auf einem guten Weg. Dabei sind wir auf einem guten Weg. Wir haben gestern im Kabinett Eckpunkte zur Einwanderung aus Drittstaaten in den Arbeitsmarkt beschlossen. Erleichterung für Menschen mit praktischen Berufserfahrungen, eine Ausdehnung der Blue Card, eine Ausdehnung der Westbalkan-Regelung und die Einführung einer Chancenkarte mit Punktesystem nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer wie Kanada. Und dieses Gesetz werden wir beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Sie werden es bekämpfen, das können Sie machen, aber dann seien Sie auch so offen und sagen, dass Sie damit Politik gegen die Interessen der deutschen Volkswirtschaft und gegen die Sicherung des deutschen Wohlstands machen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Wir Freie Demokraten sind davon überzeugt, dass dieses Einwanderungsgesetz eines der zentralen Reformprojekte der Ampelkoalition ist. Und deswegen muss dieses Einwanderungsgesetz auch zügig beschlossen werden. Und deswegen wäre es verfehlt, das Thema Einwanderung bereits jetzt mit dem Thema Einbürgerung zu vermengen. Denn unser Einwanderungsgesetz, es muss eingebettet sein in ein migrationspolitisches Gesamtkonzept. Und dieses migrationspolitische Gesamtkonzept, das lässt sich zusammenfassen mit der Formel: mehr reguläre Migration, weniger irreguläre Migration, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir in der Gesellschaft dauerhaft die Akzeptanz für Migration und auch für das neue Einwanderungsgesetz erhalten wollen, dann muss Einwanderung geordnet und regelbasiert erfolgen. Und wir haben dazu verschiedene Maßnahmen vereinbart in der Koalition, unter anderem die Beschleunigung von Asylverfahren und Asylgerichtsverfahren, die wir schon an diesem Freitag beschließen werden. Es steht aber noch mehr im Koalitionsvertrag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es steht auch eine Rückführungsoffensive im Koalitionsvertrag und es steht der Abschluss von Migrationsabkommen mit den Hauptherkunftsstaaten im Koalitionsvertrag. Und hier sage ich ganz deutlich an die Adresse der Bundesregierung: muss mehr passieren, damit wir gesamtgesellschaftlich auch die Akzeptanz für Migrationspolitik erhalten werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Teil des migrationspolitischen Gesamtkonzepts der Ampelkoalition ist auch eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Denn wir wollen, dass Menschen, die sich in Deutschland integrieren, schneller deutsche Staatsangehörige werden können. Zu den Kriterien für eine Einbürgerung gehört schon heute, dass die Menschen ihren eigenen Lebensunterhalt sichern können. Und an dieser Stelle darf und wird es auch keinen Rabatt auf die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber es wäre doch absurd, wenn diese Generation an politischen Verantwortungsträgern die Fehler wiederholt, die im Umgang mit den Gastarbeitern in Deutschland gemacht worden sind. Ich finde es würdelos. Ich finde es daneben, dass die dritte Generation der Gastarbeiter nachkommen, die seit 3 Generationen in diesem Land Steuern zahlen, immer noch keine deutschen Staatsangehörigen sind. Und das werden wir ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schon heute behalten übrigens 60% der Menschen, die eingebürgert werden, ihren ursprünglichen Pass. Wir haben also bereits eine Hinwendung zur Mehrstaatigkeit. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass in traditionellen, erfolgreichen Einwanderungsländern wie Kanada, wie Australien, Menschen schon innerhalb kürzester Zeit, nach wenigen Generationen, nicht mehr Mexikaner, nicht mehr Briten, nicht mehr Inder sind, sondern ausschließlich Australier und Kanadier. Und deswegen werbe ich auch innerhalb der Opposition und innerhalb der Koalition dafür, dass wir uns damit beschäftigen, wie sich auch die Einbürgerung einbetten kann in
ein Gesamtkonzept der Migrationspolitik und wie Einwanderung und Einbürgerung zusammengedacht werden können. Und hier braucht es vor allen Dingen die richtige Reihenfolge, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und will einmal sagen, viele wissen das ja, dass ich aus Niedersachsen komme. Und wir hatten in Niedersachsen mal einen tollen Ministerpräsidenten namens David McAllister. David McAllister war nicht nur deutscher Staatsbürger, David McAllister war auch britischer Staatsbürger. Ich frage mich, was hat die CDU-CSU-Fraktion eigentlich gegen David McAllister? Herr Kollege, wir kommen zum Ende, bitte. Ich finde, dass er ein toller Ministerpräsident war. Und ich finde, dass das nichts mit seiner Staatsangehörigkeit zu tun hat. Und deswegen sage ich an die Adresse der Union, ich wünsche mir mehr David McAllister und weniger Roland Koch. Herr Kollege? Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Gott, sind Sie naiv. Er ist der mächtigste Mann in dieser Stadt. Was denken Sie denn, wer dieses Land hier regiert? Doch nicht die Politiker. Geld ist die Macht. Das verdammte Geld regiert die Stadt. Geld stellt die Regeln auf. Tanabis. Wenn man reich ist, dann hat man alle Macht dieser Welt. Sie bestimmen die Regeln. Das wird sich auch nicht ändern. Niemals. Und niemand wird das jemals ändern. Irgendwas muss geschehen. Ich meine, jemand sollte aufstehen und ihnen sagen, es reicht, es ist Feierabend. Und wieso sehen Sie mich an? Und schon vor langer Zeit musste ich vergessen, was recht war. Wussten Sie eigentlich, dass es auch hier mal eine Zeit gab, wo die Menschen auf die Straße gehen konnten, selbst wenn es dunkel war und sich dabei noch sicher fühlten? Es gab eine Grenze. Sie war unsichtbar, aber niemandem wäre eingefallen, sie zu überschreiten. Ich erinnere mich daran, dass die Menschen Polizeibeamte respektierten. Sie respektierten ihre Marke. Und heute? Politiker, Richter und selbst Polizeipräsidenten werden verscherbelt und verhökert an den höchsten Bieter. Was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land?